In meinem Wälder mit Ziegelingen habe ich die unterschiedlichsten Arten von Ziegelingen stehen, eingepackt hier in Ölpapier, weil es eben ein Stahl ist, der rostet doch sehr schnell und dann ist die Ziegelinge halt nicht mehr so gut nutzbar. Sie kennen sicherlich alle diese ganz normalen, einfachen Ziegelingen, die es ja auch in jedem Baumarkt gibt. Es gibt aber auch noch andere konvex und konkave. Auch diese Art hier, konvex. Dann gibt es die, ist für Ihnen auch noch bekannt, diese der Schwanenhals als Ziegelinge. Und dann welche, mit denen man so gut Halbstäbe hobeln kann. Oder man kann natürlich auch überhaupt Halbstäbe damit herstellen, indem man sie dann fast manchmal mehr schabend benutzt, aber auch als Ziegelinge. Und natürlich noch die umgekehrte Art, indem man jetzt hier mit diesen halbstabförmigen Ausbuchtungen eben Kehlungen gut säubern kann oder auch herstellen kann natürlich. Wenn Sie so eine Ziegelinge sich kaufen im Baumarkt, dann sind die meistens relativ stark, ich glaube fast einen Millimeter stark, sind dann in der Regel auch nicht geschärft, lassen sich daher auch nicht so gut biegen, wenn sie einen Millimeter stark sind. Das ist eine 0,6 mm, es gibt aber auch 0,4 und 0,25. Muss man halt ausprobieren, mit welcher man am besten arbeiten kann. Es ist auch so, dass einfach die feineren, also diejenigen, die dünner sind, dann auch feinere Späne natürlich liefern. Diese alte Birnbaum-Tischplatte, die über 200 Jahre alt ist, die möchte ich gerne mit Ziegelinge bearbeiten, weil ich natürlich auch möglichst wenig abnehmen möchte überhaupt von dieser Fläche. Andererseits soll diese natürlich auch nachher so sein, dass man darauf arbeiten kann, dass man sie benutzen kann. Als Schreibtisch soll sie dienen. Aber wir sehen ja ganz deutlich hier Abnutzungsspuren hier. Hier ist auch mal anscheinend auf Werkzeugen bearbeitet worden, irgendwie drauf, vielleicht mal als Werkbank benutzt. Viele Verfärbungen hier drin, hier sind Spritzer, vielleicht von Kriegseinwirkungen. Dass hier heiße Splitter raufgeflogen sind. Mit der Ziegelinge kann ich jetzt sehr genau und detailliert an den einzelnen Stellen sehen, wie viel Abtrag ich hier runternehme und kann dann entsprechend auch aufhören. Beim Schleifen ist das viel schwieriger zu sehen, weil ich ja immer Schleifstaub auf der Fläche habe und ich möchte auch, dass diese Fläche wieder mit den Mitteln eigentlich so bearbeitet wird, die damals gebräuchlich waren. Und diese Schleifmittel, die wir heute haben, waren damals ja nicht gebräuchlich. Will ich an einer neuen Ziegelinge einen Grat anziehen, beziehungsweise hier an dieser Ziegelinge den alten entfernen und einen neuen anziehen, dann muss ich sie ja erstmal einspannen irgendwo. Das kann ich in der Vorderzange der Hobelbank machen oder auch in einem Schraubstock oder wie hier habe ich eine Sägefeilkluppe, die eigentlich dazu benutzt wird, um Sägeblätter zu schränken und zu schärfen. Das geht natürlich sehr gut hier mit dem Einspannen. Als erstes feile ich mir diese Kante wieder schön gerade und vor allen Dingen muss sie rechtwinklig sein. Also der alte Grat muss ab und das Ganze sollte rechtwinklig sein. Nun könnte man ja vielleicht denken, kann ich nicht einfach. Habe ich nicht eigentlich auch schon einen Grat, wenn ich jetzt mit der Feile so rübergehe? Wenn ich hier mal fühle, habe ich in der Tat
schon einen Grad eigentlich. Wollen wir mal probieren, wie das aussieht, ob ich damit auch arbeiten kann. Da muss ich die Ziehklinge natürlich sehr, sehr schräg stellen. Das ist mehr ein Schaben, aber abgehen tut da auch schon was. Drehen wir sie mal um. Aber es ist nicht viel. Aber auch da entsteht ja schon ein kleiner Grat durch das Feilen. Ich werde jetzt aber mal den Grat so herrichten, wie es sich eigentlich gehört. Nach dem Feilen muss ich jetzt also dafür sorgen, dass hier wirklich kein Grat mehr ist. Und vor allem ein rechter Winkel entsteht. Hier darf also nichts mehr zu fühlen sein. Ganz glatt. Ja, ist es. Jetzt nehme ich meinen Ziehklingenstahl. Löte ich auch nochmal ein bisschen ein. Und fahre jetzt hier rüber auf der Seite und auf der anderen Seite mit leicht schräg, also das sind vielleicht so 10 Grad oder so. Ich kann dann gleich schon fühlen, ich merke schon gleich was, kann auch mehrmals drüber fahren, wenn ich jetzt nicht genau den Winkel einhalte, geht der Grat natürlich schiefer rüber, da muss ich die Klinge beim Bearbeiten natürlich etwas anders in einem anderen Winkel halten, funktionieren tut es auch. Jetzt noch die zweite Seite. Nochmal drüber. So, schauen wir mal. Hier jetzt nochmal die Kante fein geschliffen zu sehen. Und auf der anderen Seite, wo der Graten gezogen ist. Schauen wir uns mal hier das Arbeiten mit der Ziehklinge an. Da kommen gleich feine Späne. Ist also sehr gut mitzuarbeiten. Man kann natürlich auch neues Holz mit der Ziehklinge bearbeiten. Hier eine Kieferntischplatte, die ich damit bearbeitet habe. Wenn man jetzt hier drüber fühlt, es hat einen anderen Charakter, als wenn man geschliffen hat. Also es ist nicht uneben direkt, aber man fühlt doch, dass es eben keine absolut plane Fläche ist. Bei diesen Weichhölzern natürlich manchmal recht schwierig, jetzt wenn man Fichte hat. Hier ging es also ganz gut, enge Jahresringe. Aber allgemein werden die Ziehklingen in der Hauptsache für Harthölzer natürlich benutzt. Da sind sie wirklich sehr gut zu gebrauchen. An diesem Möbelteil hier in Mahagoni fehlt mir hinten ein Stück Profilleiste. Es ist sehr schmal, 1 Zentimeter und hat, wie man sieht, in der Mitte so einen Halbstab. Dann habe ich mir aus einer Ziehklinge schon mal ein entsprechendes Profil angefeilt, ganz einfach hier mit einer Rundfeile und habe hier in meinem Halter, den ich selber hergestellt habe, besteht einfach ganz einfach aus 2 Buchenbretter, die ich dann hier verschraubt habe. Da kann ich diese Ziehklinge einspannen hier. Habe ich dann schon mal versucht, schabend jetzt hier dieses Profil anzubringen. Das heißt also, die Ziehklinge hat eigentlich gar keinen Grat.
Das geht auch schon mal ganz gut. Es gibt ja auch Schabhobel, aber eher eben geeignet für Harthölzer, wie jetzt zum Beispiel Esche oder Eiche. Hier, die Smargon ist doch recht weich dagegen, sodass ich jetzt hier mir einen Grat an Pfeilen, einen Grat anziehen werde, damit das dann besser Als klappt. erstes schleife ich mir jetzt die kleine Ziehklinge hier schön rechtwinklig und glatt. Über dieser kleinen Ziehklinge versuche ich jetzt hier mal diesen Halbstab mit einem Schleifstein, der extra so halbrund ist, einigermaßen winklig zu bekommen und glatt. Mir ist extra ein paar Handschuhe angezogen, bin nämlich gerade schon mit meinem Daumen hier gegen die Kante gekommen. Habe ich mich leicht verletzt. Also es ist auch nicht ungefährlich, scharfe Ziehklingen. So. Scheint eigentlich ganz glatt, gut glatt zu sein. Ich versuche jetzt mal hier den Grat anzuziehen. Es ist ja nicht so einfach. Es wäre vielleicht besser, ich hätte eine anderen Gradzieher, den gibt es ja auch in Rund, aber obwohl, der ist wahrscheinlich dann auch noch zu groß im Durchmesser. Ich versuche es mal hiermit. Irgendwie hereinkommen. Schauen. So. Das was da. Mit meinem selbstgebauten Ziehklingenhalter werde ich jetzt versuchen, hier das Profil zu hobeln. Diese Aussparung dient dazu, dass ich jetzt hier einen Anschlag habe. Fahren. So ein bisschen nachschleifen, dann ist es okay. Mit dieser Ziehklinge, die ja mehrere Halbstäbe hat in verschiedenen Größen, kann man sehr gut zum Beispiel hier diese Kehlungen oder Kanalierungen an diesem Bein von einem Tisch so um 1800 säubern. Hier sind so Reste, Farbreste noch vorhanden. Wir haben einfach auch eine ganz andere Oberfläche, wenn man mit der Ziehklinge arbeitet, als wenn man jetzt hier mit Schleifpapier arbeiten würde. Auch der Tisch, der ja schon über 200 Jahre alt ist, der ist sicherlich auch mal mit so einer Ziehklinge bearbeitet worden. Zumindest auf jeden Fall nicht mit dem heute gängigen Schleifpapier, dann eher so auf Schachtelhalm oder Ziegelmehlbasis. Deswegen will ich jetzt hier mal diese Kanalierung säubern. Man kann also, weil die Ziehklinge ja Ziehklinge heißt, damit ziehen. Man kann natürlich auch drücken. Und hierfür das Video ist vielleicht auch mal besser zu sehen, wenn ich hier mal drücke. Man muss einfach da selber Erfahrungen sammeln.
mal ein bisschen näher noch. Drehen wir mal rum. Ich glaube, hier die Seite ist so noch schärfer. Hier sogar konisch zu, dann nehme ich sogar noch mal die kleinere Ausbuchtung hier.